Hallo und herzlich willkommen bei der www.q-akademie.de. Moin, Rainer. Moin, Dennis. Alles gut bei dir? Ja, alles prima. Du siehst heute schick aus. Das ist ein Allerweltshemd. Wie war Schützenfest? Wir sind noch mittendrin im Modus. Okay. Aber das ist, ich habe da andere Dinge zu tun. Okay. Hast du früher viel gespielt auf Schützenfest, ne? So Tanzmucke-mäßig, ne? Auch schon. Ich weiß, wo da habe ich im Laden, im Musikladen angefangen zu arbeiten und dann war es irgendwie 9 Uhr. Du hast irgendwie bis 6 Uhr morgens gespielt und warst 9 Uhr trotzdem da, ne? Und frisch und. Vielleicht eine Stunde später. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Habt ihr nicht damals live gespielt oder war es mit Sequenza? Nee, fast alles live. Du hattest noch so ein Basspedal, ne? Ja, ein Vollpedal. So ein richtiges Kirchenorgel-Ding. Komplette Breite. Per Midi von Dr. Böhm. Da warst du ja. Auch Sport gemacht abends. Du. Nee, das ist weniger sportlich, als wenn du das mit einem Fuß spielst. Okay. Weil du musst ja mit dem linken Fuß sonst, mit einer Oktave, bist du ja ständig am Wandern. Das brauchst du bei zwei Beinen ja nicht. Ja. Du kannst also an der Stelle völlig entspannt, eine breite Bank. Das war noch Zeit. War nicht anstrengend. Singen ja. So, wir kommen mal so ein bisschen in den pädagogischen Teil des heutigen Power-Tipps. Und zwar war es früher immer so, wenn man gesagt hat, du musst was erlernen, das heißt, du musst jetzt üben oder du musst lernen. Heutzutage sagt man trainieren. Das hat eine pädagogische Ausführung aus der Psychologie des Fußballs, weil es macht Spaß. Trainieren macht Spaß oder etwas selber sich anzutrainieren. Üben hat auch Spaß. Ja, das kommt darauf an, die Schüler heutzutage finden üben halt, das ist immer so was Negatives. Ja, für mich du musst jetzt für die Mathearbeit üben. Ja. Pauken. Ja. Ja. Deswegen nennen wir es trainieren, aber wir haben trotzdem für euch einen Übestyle. Und zwar ein Vierviertel. Den Grund, warum, wieso, weshalb, wird euch jetzt Rainer sagen. Genau. Also, wir gehen mal hier auf den Homebildschirm. Da sehen wir hier üben Vierviertel. Und der Hintergrund ist der, ich habe vor kurzem noch einen Besuch bekommen bei uns im Laden und der sagte eben auch, Mensch, die klingen ja alle so toll, die Styles, aber die sind mir teilweise viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert im Sinne von, dass er den Überblick verliert, wo kann ich jetzt einsteigen, wo kann ich hier raus und so weiter. Und ich habe gedacht, Schnickschnack sozusagen, musikalischer Schnickschnack. Musikalischer, genau, Brimborium viel und was, wo man schnell als Anfänger, darum geht es ja auch, durcheinander kommen könnte. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann überleg dir mal, worauf kommt es denn eigentlich an, wenn ich üben will, wenn ich also mit die Akkordfolgen üben will, Melodie dazu spielen will, worauf kommt es da an? Ich habe also jetzt hier einen Style angelegt, der ist bezeichnet mit vier Viertel, ist aber als zwei Viertel angelegt. Mhm. Also sprich, ich kann den natürlich als vier Viertel nutzen, hören wir einmal. Das ist ganz simpel und da geht es eben drum. Das ist ein Zweivierteltakt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen reingehört. Wir hören also eben auf jedem Takt anfangen, was jetzt ein Zweiviertel ist. Dann hören wir eine Bassdrum und einen Basston eben auch. Tak. Eins, zwei, eins, zwei. Aber ich kann den natürlich auch für andere Titel durchzählen. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Eins, zwei. Der Witz dabei ist, ich kann auch an Stellen wieder einsetzen, quasi mitten im Takt, wenn man so will. Nicht? Also wenn ich mich vertan habe, was für ein Lied soll ich mal spielen? Was kommt dir gerade in den Kopf? Ich drücke schon mal irgendein Mantra-Setting, Klavier. Ja, das war schon ein schönes Lied. Ja, ich hab, das war kein konkretes. Also. Mach doch mal Twinkle Twinkle. Oh, das ist ein schönes. Genau. Übe, oder? Übe, genau. Also für den Einstieg, genau. Ja. Genau. Und wenn ich jetzt einen Viervierteltakt gewählt hätte aus dem Preset-Bereich, dann muss ich immer warten, bis der Takt auch natürlich nach vier Schlägen auch wieder zu Ende ist. Ja, genau. Und hier kann ich an jeder Stelle wieder einsteigen. Ja. Also das ist natürlich jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders, aber das klingt dann nicht falsch. Darum geht's. Ah, nochmal. Ah ja, okay. Und das der ist immer richtig, weil es ein Zweivierteltakt, der hat nur eins, zwei von vorne. Zwei von vorne. Und immer wieder. Und deswegen kann man das gut nutzen, um nicht ständig diese ganzen Phrasen zu Ende spielen zu lassen. Und das macht das eben aus. Wenn wir mal hören, das Schlagzeug. Das ist eine Bassdrum, die betont letztendlich die 1, immer den 1
immer den ersten Takt des Zweivierteltakts quasi. Ne? Aber die anderen Viertel hört man auch leise noch mit. Keine Snare, die dann wiederum ein neues Element bildet, wo man vielleicht durcheinander kommt, aber eine Achtel Hi-Hat. Ja. Damit man auch, dass ich weiß, hier sind die Achtelnoten, die ich dann hören muss. Dann eine Fläche drin, die relativ laut ist, damit ich die Akkorde sauber höre. Jetzt hast du ja gerade Super Trooper gespielt, ne? Spiel das nochmal. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig war, aber... Es klang trotzdem gut. Ja, okay. Naja, aber das ist ja das, wenn ich mich jetzt verspielt habe, dann muss ich wieder warten, aber da kann ich dann sofort wieder einsteigen. Könnte ich nach zwei Vierteln wieder einsteigen, weil der Style ab dieser Stelle genau gleich klingt. Mhm. Was ist noch drin? Der Bass ist nur so lang wie zwei Viertel. Jetzt den Bass dazu. Bim. Ja. Bim. Bäm, der hat also keine Synkopen, also Taktverschiebung, ding, bing, ding, ding oder sowas, ne? Sondern wirklich nur straight, dass ich mit jedem Akkordwechsel immer einen sauberen Basston hören kann. Was ich gerade sagte, die Fläche ist relativ laut, dass ich das gut hören kann. Viele Obertöne drin und nochmal die Viertelnoten, nicht? Also diese, die ich auch hier verfolgen kann als blinkendes Element. Da ist nochmal eine Gitarre drauf. Ja. Und mehr ist es nicht. Und dann hat man die Chance, dass man sich mehr auf die Melodie konzentrieren kann, beziehungsweise auf einen geraden Beat, der einen nicht durcheinander bringt. Ja. Nur zum Üben. Das soll jetzt, ist es kein Kunstwerk im Sinne von, holla, was hat er sich da denn jetzt Wahnsinniges überlegt, sondern es geht wirklich darum, dass man tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit schafft, um mit ganz einfachen Mitteln einen Style zu haben, der im Viervierteltakt einwandfrei funktioniert. Also quasi Subtilität par excellence. So, wie du das auch immer nennst. Nochmal, in Verbindung dazu nochmal das Intro. Mhm. Keine Wirbel zwischendrin oder sowas, ist ganz häufig jetzt mittlerweile. Mhm. Ich dachte, war das nicht sonst immer anders? Aber das haben die fast alle, dass man ding, ding, oder sowas. Ne? Mhm. Also hier haben wir tatsächlich vier, und das ist jetzt auch der Witz, beim Genos 2 kann man ja wunderbar unterschiedliche Intros? Taktarten auswählen. Mhm. Also habe ich hier für Intro 1 vier Takte. Mhm. Man sieht das hier auch, vier Viertel beim Vorzähler. Das soll ja auch ein Viervierteltakt sein. Eins, zwei, und dann geht's los mit einem Zweivierteltakt. Mhm. Der aber so letztendlich so klingt wie ein Viertel. Als Viervierteltakt lässt er sich eben auch benutzen. Schön. Genau. Wir würden sagen, schön, dass ihr dabei wart. Like bitte, wenn ihr sagt, pass auf, finde ich super, diesen einfachen Tipp. Weil es ist manchmal auch wichtig, dass man sowas zeigt und diesen Style zum Üben, ich nenne ihn mal Trainingsstyle, du nennst ihn Übestyle, werden wir natürlich auch ins Forum packen, da könnt ihr ihn herunterladen. Ja. Macht Spaß, einfach damit ein bisschen zu üben. Und wenn du ein ganz großer Anfänger bist, alles gut, wir sind alle mal angefangen, dann nimm dir den Style. Ja. Wenn du sagst, pass auf, ich möchte sowieso mal ein paar Lieder üben, die kann ich noch gar nicht und spielt schon länger, auch dafür ist der Style gut und der ist für euch natürlich kostenlos. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo gibt oder ein Like, habe ich gerade schon gesagt. Ne? So, dann würde ich sagen, bis bald und jetzt kommt mit dem Übestyle Atemlos von Helene Fischer, interpretiert von Herrn Brüggerhagen. Mit einer Oboe. Ja.